Und der Countdown zum großen Jubiläum beginnt. Assista leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit und setzt neue Impulse im Bereich der Begleitung von Menschen mit Behinderung und Inklusion. Und tut das auch, wenn es darum geht, den 50. Geburtstag zu begehen. Dieser findet zwar erst 2028 statt, die Feiern beginnen aber schon jetzt. Zeichen erkennen, Impulse setzen, Herausforderungen annehmen, so der Titel der Auftaktveranstaltung. Ja, wir schauen natürlich auch von der Vergangenheit her, was haben wir gelernt, was sind unsere Erfahrungswerte. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt gut diese Themen neu bewerten in dem neuen Zusammenhang und wollen natürlich auch Zukunftsaspekte und Zukunftsideen entwickeln, wie wir das Thema Pflegefachkräfte zukünftig bewältigen können. Das heißt, der Fachkräftemangel ist natürlich spürbar und da müssen wir immer wieder auch versuchen, ausreichend Personal zu bekommen. Als erfahrener Gesamtanbieter ist die Assista Soziale Dienste GmbH mit Hauptsitz in Altenhof seit mehr als 45 Jahren spezialisiert auf die Bedürfnisse von rund 350 Menschen mit körperlichen und oder neurologisch bedingten Beeinträchtigungen. Die wichtigsten Errungenschaften sind die, dass wir neue Wohnformen ins Leben gerufen haben. Zum Beispiel die Casa in Linz ist eine Wohnform, die es in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat und viele andere Träger dann auf diesen Zug aufgesprungen sind. Jetzt haben wir geplant begleitetes Wohnen in Galsbach. Das ist für die Personengruppe für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Das heißt, es soll dort eine kleine Wohngruppe entstehen für 6 Personen und 3 ambulante Reha-Plätze eben für diesen Personenkreis. Assista bietet an 6 Standorten in Oberösterreich ein breites Spektrum an Leistungen. Individuelle Pflege und verlässliche Assistenz, professionelle Angebote für Therapie, mobile Betreuung und Hilfe sowie sinnstiftende Beschäftigung, maßgeschneidert an die persönlichen Bedürfnisse der Klienten. Und ich glaube, dass Assista eine enorme Entwicklung einfach gemacht hat, weil ich denke mal, man hat einfach vor einigen Dekaden eher darüber nachgedacht, wie kann ich Menschen mit Behinderungen zusammengefaltet irgendwo ganz gut unterbringen und versorgen, weil ich meine, es ist jetzt ja auch die Örtlichkeit wunderschön, aber es ist auch durchaus in der Ohrschicht, sagen wir es einmal so, es ist jetzt nicht im urbanen Raum und es hat sich, glaube ich, sehr viel verändert, einfach auch in dem, wie man sozusagen auch rausgeht und ich glaube, dass das einfach auch etwas ist, wo man sehr stark sieht, dass sozusagen sie auch ein Träger anhand der Bedarfe, die die Menschen haben, einfach auch weiterentwickelt. Während des Jubiläums-Countdown entsteht über die nächsten 4 Jahre eine einzigartige interaktive Chronik. Assista geht auch bei der Erstellung der 50-Jahr-Chronik neue Wege und setzt neue Maßstäbe. Klientinnen, Klienten, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Wegbegleiter, Zeitzeugen, alle befüllen jetzt schon eine Website mit ihren Erinnerungen. Es werden Medien, Berichte und alles Mögliche da drinnen sein, der letzten 5 Jahrzehnte. Und dann gibt es eine Chronik in Buchform, wo aber auch über QR-Code all diese Inhalte, diese lebendigen Inhalte abrufbar sind. Und das wird sicher eine großartige Sache und eine einzigartige Sache. Fast 50 Jahre Assista, das etwas andere Jubiläum.